30.01. Heute treffen hier zwei Teams aufeinander, die ganz viel gemeinsam haben, zumindest wenn es nach Kennzahlen geht. Beide Teams haben bisher 9 Siege und 7 Niederlagen auf dem Konto, sind auch noch gleich, was Auswärts- und Heimspiel-Siege und Verluste angeht. Beide haben 5 Heimspiele für sich gewinnen können und auch 4 Auswärtssiege. Das heißt, hier treffen zwei Teams aufeinander, die beide einen Sieg hier mit nach Hause nehmen wollen und stark kämpfen werden. Die Seawolves sind heute unterwegs auf der Jagd nach einem Auswärtssieg hier bei den Atlant Dragons, deren Arena sich wunderbar aufgeräumt präsentiert. Allerdings haben sie hinter den Kulissen ordentlich Druck. 2 Niederlagen in Folge haben sie auf dem Konto. Der Weggang von Isaiah Hartenstein, einem wichtigen Pfeiler im Spiel der Dragons, und eine knüppelharte Fangemeinde, die Erfolge einfordert, bauen einen großen psychologischen Druck für Team und Trainer auf. Und nicht zu vergessen, dieses Team ist hier angetreten, um die Meisterschaft zu holen und einen Aufstieg zu wagen. Und dieser Druck steht den Spielern hier im Rücken und sie müssen eigentlich einen Sieg für ihre Fangemeinde nach Hause bringen. Letztendlich gibt es hier kein Spiel mehr, was wir gewinnen müssen oder nicht gewinnen müssen. Der Druck ist, würde ich sagen, jetzt bei jedem Spiel gleich. Klar, das geht jetzt wieder gegen einen direkten Tabellennachbarn, aber der Druck ist, denke ich, in jedem Spiel da. Für wen drückst du heute hier die Daumen? Für die Atlant oder für die Seawolves? Nein, mein zweites Herz außer Oldenburg ist Rostock. Welche Stärken haben die Seawolves, um hier heute die Dragons zu schlagen? Also ärgerlich ist, dass 2 Leute aus der Starting Five fehlen, mit Daniel Lopez und mit Tim Vogt. Das ist natürlich schon ein herber Verlust. Da kann man nur hoffen, dass die anderen in die Bresche springen und sagen, jetzt erst recht. Man hat es jetzt beim Handball gesehen, dass eine junge deutsche Mannschaft was schafft. Und vielleicht können die Seawolves hier auch irgendwas ausrichten vor mindestens 2.500 Zuschauern. Ich denke, es wird auch ein sehr schweres Spiel werden durch unsere beiden Ausfälle. Aber ich hoffe mal, dass die Moral der Truppe stimmt und dass sie heute beißen werden und für die beiden Verletzten den Sieg holen. Bisschen besser jetzt, aber reicht noch nicht für heute. Und dann muss man an nächstes Spiel denken. Schmerzhafte Woche gehabt? Ja, ein bisschen stressig und so, aber naja, wird schon. Und was sagen die Ärzte? Ganz was Schlimmes oder so mittelschlimm? Nur ein Band ein bisschen zerrissen, aber ist schon jetzt seit einer Woche passiert und ich denke, dass ich die nächste Woche schon wieder anfangen kann. Ja, umgeknickt im Training am Donnerstag und sieht gar nicht gut aus so bis jetzt. Das ist ja besonders hart für dich, du, der du sowas gar nicht gut aushältst. Ja, das zieht sich ja nur schon durch die Saison, ist sehr deprimierend auf jeden Fall, ja. Ja, heute gilt es dann mit allen anderen Mitteln zu unterstützen, nicht auf dem Feld, aber gibt ja genug Wege, ein bisschen Einfluss zu nehmen und die Jungs ein bisschen nach vorne zu treiben und das machen wir heute. Herzlichen Glückwunsch, Franz, du hast heute Geburtstag, dein größter Wunsch? Ein Sieg natürlich, das ist aber jedes Wochenende mein Wunsch. Und heute wäre es ganz besonders toll, oder? Ja, natürlich, es ist immer besonders, an seinem Geburtstag zu spielen und gerade wenn man dann gewinnt, ist noch umso schöner. Was habt ihr euch für heute vorgenommen? Ein Sieg, ja, ganz klar. Wie ist es so, wenn das Basketballherz hier höher schlägt in so einer richtigen Basketballhalle? Macht es mehr Spaß hier zu spielen als in so einer Mehrzweckhalle? Also in so einer Arena, ich meine, die haben ja hier letztes Jahr noch gespielt in der ersten Liga. Ich kenne es ja auch noch aus Göttingen. Das macht immer gewaltig viel Spaß hier zu spielen, von daher, ja, macht mehr Spaß. Besonders Spaß macht es ja auch zu siegen, ne? Was habt ihr euch da vorgenommen, damit das gelingt? Wir wollen die Guards von denen, wollen wir Druck machen, dass die nicht die einfachen Körbe hinbekommen. Und dann mal schauen, offensiv müssen wir rebounden. Wir sind heute ein bisschen wenig Leute. Das müssen wir als Team auffangen und gemeinsam in der Defense wieder hinten Beton anrühren. Thought I'd be in this position. I guess I should have listened to you, that dime piece I couldn't pass up. But now I'm thinking back, I should have. I'm thinking and wishing, if only I listened, I wouldn't be missing you in this condition. I'm in, would have been a broken heart at the start. You gave me the spark, now I'm left in the dark. We did what we like, it was for only one night. I broke out of sight, went up with my life, thinking it was alright. Telling me I got a seed, named it after me. Couldn't believe, so now you're telling me it's true. One line, one time, to make your mind. Here you come as I shine. There just wasn't time, but the crime. But being I take responsibility of what I created, I made it. It's just
things changed. But one night to getting it on, I guess I was wrong. Thought the way I was feeling, it's hard to believe the situation I was dealing with. I never thought this ever happened to me. I never the break in your heart to leave me lonely. I never had to go and deal with something like this. I never thought never, you'd be never, the one that I'm never, in. But I never thought this ever happened to me. I never break in your heart to leave me lonely. Had to go and deal with something like this. Thought you'd be the one that I'm missing. After 2 years, what I didn't wanna hear. Damn, my biggest fear in my whole life was going to shift gears. Telling me that little one may not be the one. I may not be the father to the daughter, the son. The pain has begun. I don't know, I can't let go. Your pain hit me low like putting us on a talk show. For real though, I heard how you are. It was so bizarre, I can't believe I received a crushed heart. My fault results made me feel it's my fault. As you pour all the salt in my wounds, I got caught up with you. I didn't have a clue when I'm through. I see someone new as I seek a new, but with no lie, just the truth. I gotta watch out what these chicken heads are all about. Tell the kids they got a friend, and I'll always send my love. Hope the hearts make, cause this is the end, and I'll never get lied to again. I never thought this ever happened to me. I never the break in your heart would leave me lonely. I never had to go and deal with something like this. I never thought never, you'd be the never, one that I'm in. I never thought this ever happened to me. I never break in your heart would leave me lonely. I never had to go and deal with something like this. Ja, wir sind schlecht aus der Halbzeit gekommen, das ist richtig. Und dann war es nur noch auf. Also wir haben nur noch versucht aufzuholen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man rauskommt und dann gleich so 0-12 oder so. Das ist schwierig, ja. Ja, und jetzt Blick nach vorn. Jetzt haben wir eine schwierige Situation. Wir müssen halt weiter kämpfen. Wir haben keine leichten Gegner. Und wir können uns nicht erlauben, jetzt noch weiterhin zu verlieren. Also jetzt seit der Pause sind wir, glaube ich, 1-2, 1-3. Und das müssen wir umändern, auch wenn wir Verletzungen haben. Das ist keine Ausrede. Ja, wobei ein sechster Platz in dieser Liga jetzt kein Beinbruch ist und das ja nur ein Auswärtsspiel war. Ja, stimmt schon, aber wir haben so viele Spiele schon mit 1-2 Punkten verloren. Man kann sich eigentlich vorstellen, dass wir in den ersten 4 locker sind. Aber wir sind es halt nicht. Und da müssen wir von lernen. Jetzt Kopf hoch. Also wir können uns jetzt nicht erlauben, den Kopf runterzumachen. Ja, wenn man keine Punkte macht in der Halbzeit, nach der Halbzeit, dann kann man auch nicht mithalten und dann in dieser Stimmung und dann geht man unter. Und nein, also unterm Korb war, also ich konnte nicht verteidigen, Benjamin Fumé hat einige paar wichtige Körper auch gegen mich gemacht. Ansonsten müssen wir uns da mehr durchsetzen. Und die einfachen Dinger machen, oder? Genau, richtig, die einfachen Dinger machen. Und besser Zusammenspiel, das müssen wir mehr zeigen. Ey Franz, das war kein Geburtstagsgeschenk für euch, hat vielleicht auch ein bisschen Kraft gekostet. Was war trotzdem gut an dem Spiel? Ja, das zweite Viertel, die erste Halbzeit, haben wir gut gekämpft, aber am Ende auch nochmal gut Moral gezeigt, aber im dritten Viertel ging ja gar nicht, was da los war. Wir haben ja, weiß ich jetzt nicht genau, wir haben ja gefühlt 8 Minuten lang nicht gescored und ja, dann ist es natürlich schwer, da wieder ranzukommen nach so einem Rückstand. Das hatten wir noch nie. Wie ist das gekommen? Ja, gute Frage. Das weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, dann wäre es vielleicht nicht passiert, weil wir es beheben hätten können. Also, ja, schwer zu sagen. Natürlich vermisst man dann noch Daniel und Tim sehr, aber das ist keine Ausrede. Wir sind eigentlich tief genug besetzt, um das auszugleichen. Und ja, das müssen wir daraus lernen und das darf einfach nicht nochmal so passieren, denke ich. Hat halt leider nicht geklappt. Auch Respekt an die Dragons. Die haben es auch gut durchgezogen am Ende. Und ja, ist halt bitter, aber kann man nicht ändern jetzt. Darfst du dir von deinem Teamkollegen noch was wünschen? Nämlich, dass sie die Moral, die sie hier zum Schluss gezeigt haben, mit ins nächste Heimspiel nehmen? Ja, natürlich. Und ich wünsche mir natürlich, dass Tim und Daniel bald wieder gesund sind. Super Wunsch. Und ich wollte mich auch noch bei den Fans bedanken. Echt super. Vielen Dank für den Banner und für den Kuchen. Das ist echt, ich weiß das echt zu schätzen. Die erste Halbzeit war okay. Haben wir kleine Fehler nur gemacht in der Pick-and-Roll-Verteidigung, was wir uns anders vorgenommen hatten. Ja, am Anfang drittes Viertel, das war gar nichts mehr von dem, was uns ausgezeichnet hat. Da hat der Kampfgeist ein bisschen gefehlt und wir sind noch auseinandergebrochen, aber keine Struktur mehr in der Offensive. Ja, das hat das Spiel im Endeffekt entschieden.
Basketball ist ja ein Spiel der Läufe, sagt man. Und da hatten die anderen einen und ihr hattet kaum eine Antwort. Was hättet ihr noch anders machen können aus deiner Sicht? Ja, das war der entscheidende Run. Jetzt sind wir nur noch hinterhergelaufen und was hätte man anders machen können? Ja, wir hätten einfach unser Spiel von der ersten Halbzeit bringen müssen, intensive Verteidigung und den Ball im Angriff laufen lassen. Das haben wir nicht hinbekommen, zu viele Einzelaktionen. Ja, wir wollten es dann, nachdem wir ein paar Punkte im Rückstand waren, alleine lösen, anstatt als Team. Und ja, hat nicht funktioniert, das ist nicht unser Spiel. Von der ersten Halbzeit haben wir nie geordnet gespielt, wie wir das eigentlich über die letzten Wochen ganz gut aufs Feld gebracht haben. Aber wir haben uns mit der Intensität, ich sag mal, ins Spiel reingebissen und konnten in Schlagdistanz bleiben. Haben wir auch teilweise geführt in der ersten Halbzeit und von daher bin ich mit einem sehr guten Gefühl in die Halbzeit gegangen und gesagt, hey, wir sind einen hinten, das ist ein ausgeglichenes Spiel, die Intensität ist da, das ist genau das, worauf wir den Punkt gelegt haben. Wir müssen jetzt nur dahin kommen, dass wir ein bisschen sauberer spielen, ne, und unser Offensivspiel gerade ein bisschen effizienter aufziehen. Und dann kommen wir natürlich weit aus der Halbzeit und geben zwei einfache Würfe ab, dazu dann noch ein Dreier aus ich glaube, einem Turnover. Und dann sind es ruckzuck 10, 11 Punkte Rückstand. Und dann finden wir offensiv halt sehr, sehr schwierig ins Spiel. Verstricken uns viel zu sehr in Einzelaktionen. Das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Und dann kommt so ein drittes Viertel bei raus, was uns dann natürlich im Endeffekt nachher spielentscheidend geschlagen hat. Als Fan will man das ja verstehen irgendwie. Wie kommt es zustande, dass man 8 Minuten gefühlt nicht scored? Das wüsste ich auch gerne. Wie gesagt, ich... eigentlich vertrauen wir auf die Art und Weise, wie wir den Ball offensiv bewegen wollen. Aber da hat uns halt jegliche Struktur gefehlt. Nicht nur im dritten Viertel, sondern auch schon von Beginn an. Manchmal trägt der Druck des Gegners dazu bei, aber wir haben auch schon ganz andere Spiele erlebt, in denen wir die Möglichkeit trotzdem gefunden hatten, offensiv in unsere Schemata zu fallen. Wir haben da heute nie ein Mittel gefunden. Ja, also weder aus den Auszeiten raus, noch aus der Hälfte. Und das gilt es natürlich zu analysieren. Support habt ihr. Hier waren auch wieder 50 Fans mitgereist und haben die Halle hier richtig laut gemacht aus der Ecke heraus. Und wir hoffen natürlich auf dicke Unterstützung beim nächsten Heimspiel, dass das für uns dann auch so ein Sieg wird wie hier für die Dragons. Hier zu Hause haben sie es geschafft und wir hoffen dann, dass wir es zu Hause auch schaffen. Ja, absolut, ja. Geben alles. Die Fans haben hier heute gezeigt, wie laut Auswärtssupport sein kann. André, du standst heute zwischen den Fans und hast dir die Stimme weggeschrien. Ja, wirklich. Also musste man ja auch. Das ist eine super Arena hier. Die Heimfans waren sehr, sehr laut, aber ich glaube, wir waren auch sehr laut. Also das muss man sagen, was unsere Jungs hier wieder oder unsere Fans hier wieder an Lautstärke und wie die das Team angefeuert haben, es war schon phänomenal. Phänomenal ist auch, wie ihr supportet habt. Selbst als wir hinten lagen, habe ich hier den vollen Support gesehen und dass ihr keine Minute daran gezweifelt habt, dass das Ding hier noch zu holen ist. Ja, weil das muss ja eigentlich die Fankultur ausmachen, dass selbst wenn die Mannschaft weit hinten ist und die Unterstützung eigentlich am meisten benötigt, dass sie dann weiter Gas geben und das Team weiter anfeuern. Heute hat es leider nicht gereicht. Aber du glaubst sicher an einen Sieg gegen Wedel, nächstes Heimspiel, oder? Ja, natürlich. Ich glaube eigentlich sowieso in jedem Spiel an einen Sieg. Ich wünsche mir natürlich jetzt zwei Siege in den nächsten beiden Heimspielen gegen Wedel und Oldenburg. Das wäre gut, weil dann hätte man die Playoffs definitiv sicher. Und da wollen wir jetzt so schnell wie möglich hin. Da können wir auch mehr als 50 werden. Es gibt noch jede Menge Tickets. Einfach nochmal shoppen gehen und nächsten Sonntag um 16 Uhr mit uns beiden in der Halle stehen und sich die Seele aus dem Leib schreien. Unbedingt.